Im Land Katar im Persischen Golf wird es 2011 erstmalig eine Motorshow geben. Auf dem Pariser Autosalon 2010 machte das Land fleißig Werbung für das Großevent. Vom 26. bis 29. Januar 2011 öffnen sich in der Hauptstadt Doha die Pforten für Automobilbegeisterte aus der ganzen Welt. Als Aussteller haben sich bis jetzt schon große italienische Designer wie Bertone, Pininfarina und weitere angekündigt. Der Markt im Mittleren Osten boomt vor allem für die Premium-Hersteller. Abzuwarten bleibt, welches Standing die Messe bekommt und welche anderen großen Hersteller aus Europa und Amerika sich im Mittleren Osten die Ehre geben werden. Die in der Straßenverkehrsordnung enthaltene Winterreifenregelung steht momentan auf dem Prüfstand. Nach Ansicht des Automobilclub von Deutschland AVD besteht dringend Handlungsbedarf, damit Autofahrer und Polizei noch vor Wintereinbruch Klarheit und Rechtssicherheit haben. Seit 2006 ist in der StVO eine den Wetterverhältnissen angepasste Bereifung vorgeschrieben. Die Ordnungsbehörden und Autofahrer hatten bisher also Spielraum. Wann welcher Reifen besser geeignet ist, war nicht definiert. Mit dem Kisashi bringt Suzuki sein erstes Mittelklasse-Modell auf die Straßen. Mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Frontantrieb kostet es 26.900 Euro. Mit Allradantrieb und CVT-Getriebe bietet Suzuki seine Limousine voll ausgestattet für knapp unter 30.000 Euro an. Als Antrieb dient in beiden Fällen ein 2,4 Liter Benzinmotor mit 178 PS und einem Drehmoment von 230 Newtonmeter. Das 4,65 Meter lange Topmodell kommt noch in diesem Herbst in Deutschland auf den Markt.